Interessant, hätte Alfred Biolek mit Blick auf das Geschehen an den Finanzmärkten heute wohl gesagt, denn wir sehen auf der einen Seite, dass die Energiekrise sich verschärft, damit die Inflationsgefahren weiter zunehmen, wodurch die Notenbanken weiter unter Druck geraten, und andererseits sehen wir so eine Art Alles-Rallye an den Märkten, und das passt nicht so ganz zusammen, und warum das nicht zusammenpasst, das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Zunächst mal zu den Aktienmärkten, S&P 500, der Leitindex. Hier sehen wir, der Index hat den 100-Tages Durchschnitt überboten, ist drüber gegangen. Was Sie hier oben als gleitenden Durchschnitt sehen, das ist die 50-Tages-Linie, sehr wichtig für die Amerikaner. Da schauen sie extrem drauf, da muss er drüber, dann würden die Amis sagen, okay, dann kaufe ich, dann gehe ich in diese Rallye mit drauf. Insgesamt sehen wir nicht nur, dass Aktienmärkte steigen, vor allem die zinssensitiven Nasdaq-Titel steigen. Wir sehen auf der anderen Seite, dass die Anleihen steigen, die Kurse der Anleihen, ergo die Renditen fallen, aus allerdings völlig anderen Gründen, als die Aktienmärkte hier ihre Party feiern. Wir sehen, dass zwischenzeitlich die Kryptos eine Rallye absolviert haben, und wir sehen vor allem eine ausgeprägte Commodity, also Rohstoffe-Rallye. Und diese Konstellation wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Wir beginnen mit den Zinsmärkten. Der sogenannte Euro-Dollar-Future hat nichts mit dem Euro-Dollar zu tun, sondern hier handelt es sich um Guthaben von nicht-amerikanischen Banken, nämlich Dollar-Guthaben. Die sind in der Regel besser verzinst als Dollar-Guthaben in den USA, weil die nicht der amerikanischen Regulierung unterliegen. Das Ganze heißt Euro-Dollar, weil es damals vorwiegend europäische Banken waren, die eben Dollars hatten. Inzwischen durch die Globalisierung sind es lange nicht mehr nur europäische Banken. Also man könnte sagen, dieser Begriff ist ein bisschen antiquiert, aber jedenfalls ist das ein Markt, der die Zinsentwicklung einpreist, bepreist. Und wir sehen hier an diesem Markt, wird in den letzten Tagen gespielt, dass die Zinsen steigen werden, nämlich im Jahr 2022, also im nächsten Jahr, dass also die Notenbank Fed gar keine andere Möglichkeit hat, als die Zinsen anzuheben. Und das ist ja eigentlich nicht so fürchterlich gut für die Aktienmärkte, zumindest nicht dann, wenn das Wachstum sich gleichzeitig abschwächt. Und wir sehen, die Anleihemärkte, die preisen jetzt eigentlich ein nachlassendes Wachstum ein. Deswegen fallen die Renditen. Da ist also die Erwartung, dass die Wirtschaft sich abschwächt, weil die Fed wahrscheinlich einen sogenannten Policy Error macht, also einen Fehler in ihrer Geldpolitik, indem sie in eine sich abkühlende Wirtschaft dann noch die Zinsen anhebt. James Bullard scheint schon mental so ein bisschen jetzt aufzugeben. Der hat heute gesagt, der Chef der St. Louis Fed, der hat gesagt, ja, wir können nicht darauf zählen, dass die hohe Inflation nachlassen wird. Uiuiui, das klang ja bei den Fed-Mitgliedern noch vor einiger Zeit anders. Die Zinsmärkte jedenfalls sagen, die Zinsen werden steigen, weil die Fed gar keine Alternative hat. Und jetzt schauen wir uns mal eben auch die Anleihemärkte an. Auch die Anleihemärkte, also nicht die Zinsmärkte, sondern die Staatsanleihemärkte, preisen das ein, sichtbar etwa in den sogenannten Spreads. Hier werden ebenfalls Zinserwartungen bereits eingepreist, also dass die Fed die Zinsen anheben muss. Und Stalingrad und Pursky bemerkt hier vielleicht nicht ganz so unrecht, dass natürlich alle immer sagen, hier Supply Chains, also Lieferketten sind schuld, Bottlenecks, die Flaschenhälse, aber schaut euch doch mal an, wenn du eine Notenbank hast, die über 4 Billionen in wenigen Monaten druckt an Liquidität, und auf der anderen Seite man Leute bezahlt, dass sie nicht zur Arbeit gehen, dann braucht man sich nicht wundern, dass die Preise steigen. In den USA gab es ja diese Helikopterschecks, sodass etwa 2/3 der Amerikaner mehr verdient haben, als wenn sie regulär gearbeitet hätten. Heute haben wir die Erzeugerpreise aus den USA gesehen. 8,6% war eigentlich 8,7% erwartet. Da haben die Märkte sich gesagt, super, ist doch praktisch keine Inflation, 8,6%. Hier sehen wir mal die verschiedenen Komponenten, wie stark die gestiegen sind gegenüber dem letzten Jahr. Unten sehen wir die Verbraucherpreiskomponente, also die Erzeugerpreise nach wie vor deutlich höher als die Verbraucherpreise. Das bringt natürlich potenziell die Margen der Firmen unter Druck. Und all das ist natürlich gar kein Problem, wie mein bester Freund Marcello Fraccherino immer sagt, Inflation ist doch gut, wir haben ja vorher zu wenig gehabt. Und Peter Buck hat ja gesagt, ja, also Inflation ist dann kein Problem, wenn du also nichts isst, wenn du nichts trinkst, wenn du nicht fährst, nicht Auto fährst, wenn du dir kein Auto kaufst, wenn du dir nicht dein Haus kaufst, wenn du nicht zur Miete wohnst, wenn du nicht deine Wohnung mit den Möbeln bestückst, wenn du keine Kleidung kaufst, wenn du deine Kinder nicht zur Schule schickst, wenn du keine Pakete verschickst, wenn du kein Tier besitzt, nur um einige Punkte zu nennen, dann ist Inflation kein Problem, nicht? Und da hat der Mann völlig recht, weil wer macht diese Dinge schon? Keiner.
Also da muss man ihm natürlich recht geben. Aber Energiekrise verschärft sich. Wir haben zwischenzeitlich heute gesehen, Natural Gas, also Erdgas, um 6% gestiegen, geht also wieder nach oben. Hier in Deutschland, gute Nachricht, wenigstens die EEG-Umlage wird im kommenden Jahr sinken. Das könnte eine leichte Erleichterung sein für die Stromverbraucher. Allerdings steigen eben 2022 auch wieder die Netzentgelte. Dadurch wird Strom dann doch wieder teurer. Also es ist letztendlich ein Trauerspiel, linke Tasche, rechte Tasche. Und jetzt sehen wir, dass etwa auch die EZB so ein bisschen unter Druck kommt. Unten unter diesem wunderschönen Bild von Madame Lagarde sehen Sie einen Kommentar der Commerzbank, die sagt, Zinsspekulationen gewinnen nun auch im Euroraum die Oberhand. Also es ist nicht nur in den USA, sondern auch praktisch in der Eurozone, und der Markt zweifelt an der Forward Guidance der EZB. Also er glaubt nicht, dass das, was die Fed sagt, was die EZB sagt, so eintreffen wird. Die sind hinter der Kurve, die Märkte versuchen vor die Kurve zu kommen, damit die Notenbanken dann, naja, irgendwann mal kapieren, was die Sache ist. Jedenfalls sehen wir in Sachen Inflation neue Rallyes bei den Rohstoffen, etwa die sogenannten Raw Materials. Da gibt es den CRB-Index, der älteste Rohstoffindex der Welt, 1934 eingeführt, heute ein neues Allzeithoch gemacht. Und jetzt gucken wir mal auf eben diese Energiekrise, die ja diese inflationären Tendenzen noch weiter verstärkt. Dann sehen wir, dass Coal India heute jetzt zumindest vorübergehend erstmal die Belieferung von Nichtstromkunden, also nicht von Nicht-Großkunden gestoppt hat, weil man sich sagt, okay, wir können das nicht mehr, weil die Energiekosten so hoch sind. Und Javier Blas von Bloomberg sagte, das ist hier der mit Abstand wichtigste Kohleproduzent in Indien. 80% der Kohle, die dort gefördert wird, kommt durch dieses Unternehmen. Und wenn die teilweise Produktion stilllegen oder nicht mehr beliefern, dann ist da richtig ein Problem. Und dass Indien ein großer Faktor ist in Sachen Kohle, das wollen wir uns dann auch gleich mal anschauen. Gehen wir mal nach Singapur, um zu zeigen, wie global diese ganze Geschichte ist. Da ist jetzt der Elektrizitätsversorger Icewich, hat Insolvenz angemeldet. Warum? Weil er praktisch ja Verträge hat mit seinen Kunden, mit Retail-Kunden, also Privatkunden, zu bestimmten Konditionen. Jetzt sind die Preise am Markt aber so gestiegen, dass man praktisch permanent Verlust macht. Man kauft also die Energie teurer ein, als man sie dann an die Kunden liefert. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Das ist übrigens ähnlich so wie damals in der Finanzkrise. Da hatten ja Banken an Immobilienkäufer Kredite gegeben, vergeben, langfristige Kredite, sich aber kurzfristig am Geldmarkt eben refinanziert. Und wenn dann am Geldmarkt die Zinsen so stark gestiegen sind, dass die Refinanzierung viel teurer war als das, was man durch den Kredit als Bank verdient hat, dann hat man ein Riesenproblem gehabt. Und das zeigt, dass also Singapur jetzt auch hier im Fokus ist. Es ist wirklich ein weltweites Phänomen. Und wir sehen etwa hier mal Aluminium. Sven Henrik hier mit einem sarkastischen Kommentar. Good transitory morning, everyone. Also einen schönen vorübergehenden Morgen an alle. Ja, der Morgen ist vorübergegangen. Das wissen wir, das ist Aluminium. Preise steigen, schießen durch die Decke, weil eben Aluminiumproduzenten ihre Produktion stilllegen, teilweise aufgrund der gestiegenen Energiekosten und weil Materialien fehlen, etwa Magnesium für jene Firmen, die dann weiterverarbeiten, das Aluminium weiterverarbeiten oder Bauxit oder was auch immer. Jedenfalls das erklärt, warum hier die Preise so stark steigen. Und wenn wir jetzt uns auch mal die Öllagerbestände in den OECD-Ländern anschauen, dann sehen wir hier diese rote Linie, die zeigt nach unten und die ist tiefer als in den Jahren 2016 bis 2020. Mithin sind also auch die Öllager relativ leer, nicht nur die Gaslager, und das wird bedeuten, dass die Ölpreise wahrscheinlich auch, wenn wir heute sehr hohe Lagerbestände in den USA hatten, was den Ölpreis ein bisschen kurzfristig unter Druck gebracht hat, dass also mittelfristig wahrscheinlich auch bei Öl keine Entspannung zu sehen wird. Ja, kommen wir nochmal zu Indien als Kohleproduzent, hier ein Tweet von Daniel Stelter. Natürlich müssen wir unseren Beitrag zum Klimaschutz leisten, gar keine Frage, das bestreitet keiner, aber mit Umsicht. Hier sehen wir mal die Kohleproduzenten, China mit Abstand am allergrößten, dann kommt Indien, dann kommen alle anderen und ganz unten sehen wir USA. Also da ist auf jeden Fall Indien ein gigantischer Faktor, mehr als ganz Europa wird hier produziert. Und wir müssen jetzt versuchen, sagt Daniel Stelter, eben Energiequellen der Zukunft zu entwickeln. Wenn die entwickelt werden, dann sind die automatisch rentabel, wenn sie eben funktionieren. Da brauchen wir keine Regulierung. Und diese Regulierung ist ja gerade unser Problem. Ich hatte ja kürzlich
diesen Artikel empfohlen in Sachen, wie die Energiekrise eigentlich entstanden ist. Das ist vorwiegend auch eine Krise, die durch Regulierung entstanden ist, die durch falsche Anreize entstanden ist, weil man die Märkte so dermaßen verreguliert, dass die nicht frei agieren können. Dadurch Verzerrungen entstehen. Dann gibt es einige Banken, einige Hedgefonds, die sind gut vernetzt mit den Entscheidungsträgern, etwa in Brüssel, sodass dann die Dinge eben völlig intransparent sind, keine freien Märkte sind, das sind manipulierte Märkte, die nicht funktionieren. Genau das sagt hier auch Thorsten Polleit. Rekordpreise für Gas und Strom sind nur ein Vorgeschmack auf das, was kommt. Hier ein Artikel auch in der Welt, heute in der Welt auch ein Aufruf von Wissenschaftlern aus aller Welt, die Deutschland aufgefordert haben, die Atomkraftwerke nicht jetzt bis Ende 2022 stillzulegen, weil man sagt, das wird für euch praktisch ein absolutes Desaster werden, wenn ihr das macht, dann werdet ihr möglicherweise richtige Probleme bekommen, jenseits der Frage, ob Atomkraft sinnvoll ist oder nicht. Und wir sehen, wie stark jetzt inzwischen diese Krise, diese Energiekrise auch Deutschland erfasst. Warnung vor einer Insolvenzwelle im Mittelstand, Autozulieferern droht der Kollaps, und das sind ja in Deutschland sehr viele. Hier sehen wir mal, welche Branchen besonders betroffen sind, eben Autozulieferer, jeder vierte im Grunde. Dann haben wir Transportausrüster, da 15%, Dienstleistungssektor 10%, also vor allem Autozulieferer, die sind ganz schön in der Bredouille, die haben richtige Probleme. Und heute haben wir dann dementsprechend auch eine Senkung der BIP-Prognose für das Jahr 2021 bekommen. Links sehen Sie noch vor wenigen Wochen, wie die Lage war. Da hat man ein Wachstum von 5% für Deutschland 2021 erwartet. Jetzt geht es immer weiter runter auf derzeit 2,5%. Und es ist ja nicht so, dass die Aktienmärkte Party feiern und alle anderen feiern mit. Hier sehen wir mal etwa den High-Yield-Markt, also die Credit Spreads, mithin also die Junk Bonds, jene Unternehmensanleihen, die schlechte Bonität haben. Und hier wird eben praktisch eingepreist der Risikopuffer, die Risikoprämie gegenüber etwa Staatsanleihen. Und wir sehen, dass diese High Yields schon zeigen, da könnte was kommen, da wird Geld teurer, weil eben die Notenbanken etwas tun müssen, während der S&P noch weiter nach oben läuft. Und wir sehen wirklich, alle sind long, auch Schmitz Lumpi oder Nachbars Lumpi, wie auch immer man das formulieren will. Hier sehen wir mal die geleveragten ETFs, also die gehebelten ETFs. Grün auf der Longseite, ganz oben sehen wir den S&P. Grün sind die long gehebelten ETFs und rot sind die short gehebelten ETFs. Es ist nach wie vor etwa Faktor 7 bis 8, dass die Leute long stehen. Und unten sehen wir in der ersten Hälfte die Zuflüsse in globale Equity Funds, also in globale Aktienfonds mit einem Abstand, den man noch nie gesehen hat, so viel ist da reingegangen. Also alle sitzen im selben Boot. Und jetzt kommt eben diese Lohnpreisspirale auf uns zu. Typischerweise heute zum Beispiel, Amazon hat heute gesagt, dass man in einer bestimmten Filiale Mitarbeiter sucht, die eben packen, die hier vergleichsweise wenig anspruchsvolle Tätigkeiten machen. Da ist der Stundenlohn bei 22 bis 23 Dollar, also weit, weit über dem Stundenlohn, über dem Mindeststundenlohn. Und da kriegt man noch dazu 3.000 Dollar, wenn man überhaupt diesen Job antritt. Jetzt sagt sich die Wall Street, wie Jim Bianco hier richtig sagt, ja, also alles gut mit der Inflation, solange eben keine Lohnpreisspirale entsteht. Aber da sehen wir eben praktisch anhand solcher Beispiele bereits die entstehende Lohnpreisspirale. Und jetzt ist die große Frage, was machen die Notenbanken? Die Notenbanken haben zwei Möglichkeiten. Entweder, wenn jetzt die Energiepreise nicht fallen, wenn jetzt die Inflation nicht deutlich runterkommt, was eigentlich nicht wirklich zu erwarten ist. Wenn also die Notenbanken sagen, oh, können wir nichts machen, gucken wir zu, dann würde das bedeuten, dass die Märkte das Ganze für die Notenbanken übernehmen. Die Märkte würden also die Kapitalmarktzinsen nach oben treiben, weil sie sagen, hey, wenn ich jemand Geld leihe, dann brauche ich dafür einen Ersatz angesichts der Inflation, dann kann ich nicht 1% Zinsen dafür bekommen, wenn die Inflation 5% ist. Also müssen die Kapitalmarktzinsen nach oben, selbst wenn die Leitzinsen unten bleiben sollten. Das ist das eine Szenario. Das andere Szenario ist, dass die Notenbanken eben das tun, was die Zinsmärkte bereits einpreisen, nämlich die Zinsen dann perspektivisch anzuheben,
in eine wahrscheinlich sich abkühlende Konjunktur. Und beide Szenarien könnten ganz ordentlich für Gold sein, by the way. Jedenfalls hier ein Artikel, den ich Ihnen anempfehlen möchte. Gold-Sachwerte behalten die Notenbanken die Kontrolle. Die sind in einer eigentlich absolut desaströsen Situation. Sie müssen sich entscheiden zwischen Pest und Cholera. Und hier ist ein Video von Robert Halver, jemand, der eine reine Chiffonatur ist und ein Gläubiger der Notenbanken, der also nach wie vor diesen Notenbanken die Allmacht zuspricht. Ich glaube, genau das ist das Problem, dass das eben sich herauskristallisiert jetzt, dass diese Allmacht überhaupt nicht mehr gegeben ist, weil Gelddrucken nichts mehr hilft. Das ist genau das Thema. Schauen Sie sich das mal an. Wie ist Ihre Meinung dazu? Das würde mich interessieren. Das Ganze ist hier unter dem Video verlinkt. Und jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.